Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe zum letzten Mal in diesem Jahr. Aber es sei schon mal verraten, es geht nächstes Jahr weiter und ich freue mich sehr. Und dann geht es auch wieder hier mit regelmäßiges Einkommen mit Option erzielen entsprechend weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Den Termin werden wir natürlich noch hier mit Thorsten entsprechend durchführen. Ich freue mich natürlich auch, dass er heute wieder für uns die Zeit gefunden hat und dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFlat. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, was Thorsten uns heute zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, also. Thorsten, du kriegst den Bildschirm. Ich bin auch sehr gespannt, Super. was du heute für ein Thema hast und wünsche natürlich auch viel Erfolg und viel Spaß. Vielen lieben Dank, Nelson. Und es geht heute auch mal wieder um Optionen, wie jede Woche und bei mir definitiv auch jeden Tag. Nur mal kurz zur Info für all jene, die bis dato noch nicht dabei waren und mich vielleicht nicht kennen. Ich bin dieser junge Mann mit der Fliege hier. Ich möchte den Optionshandel Salon machen. Ich habe einen Optionsclub, gehen wir später drauf ein, und ich habe auch einen YouTube-Kanal. Ja, also da wird auch regelmäßig, also jeden Sonntag, was gepostet, also ein ganz neues Video und natürlich alles rund um Optionen. Ganz, ganz wichtig. Ja, und für all jene, die jetzt überlegen, in den Club zu gehen und noch einen tollen Broker suchen, die können natürlich das eine mit dem anderen verbinden, und zwar hier über diese Page. Dann habt ihr zum einen einen wirklich sehr guten Broker mit FXFlat und zum anderen seid ihr dann Mitglied bei mir im Club für zusätzliche 2 Monate. Und die zusätzlichen 2 Monate, die gelten auch für die Verlängerung. Das heißt, wenn die Clubmitgliedschaft sozusagen nach 12, in Anführungszeichen 14 Monate endet, dann würde sie wieder mit 14 Monaten anstelle der originären 12 Monate neu starten. Also das vorab kann ich auch wirklich nur empfehlen. Vielleicht ein, zwei Worte hier zu dem Club. Da geht es wirklich darum, mit den Optionen ein regelmäßiges Einkommen zu verdienen, aber ganz, ganz wichtig, nur mit einem gewissen Drawdown. Das heißt, wir sind jetzt hier nicht so mega risky, dass wir jetzt all in gehen etc. Wir sind auch nicht jene, die mit nackten Optionen dauerhaft versuchen, Geld zu verdienen, weil das, ich sage es ganz ehrlich, mit der Zeit eher ein verlustiges als ein gewinnträchtiges Geschäft wird. Stichwort High Probability Trades. 95% mögen gut sein, aber die 5%, die man dann keine Erfolge hat, bekommt man meistens mit Prozenten in ganz, ganz hoher Art und Weise überkompensiert in Form von Verlusten. Also da muss man natürlich vorsichtig sein. Was wir hier machen, ist, wir wollen erfolgreiche Optionshändler werden. Wir wollen eins nutzen, wir wollen Wahrscheinlichkeitsexperte werden. Übrigens ganz, ganz hohe Quote an an Leute mit einer Ingenieursausbildung bei den Optionshändlern. Wir versuchen es nämlich wirklich hier faktisch alles zu machen. Und man kann halt mit der Statistik hier viel arbeiten. Und es gibt unterschiedliche Level und Stufen als Optionshändler, die man erreichen kann, so dass man am Ende das sogenannte fünfte Level erreicht. Und das fünfte Level ist das, wo man wirklich unabhängig vom Markt, sprich wie er sich bewegt, trotzdem Geld verdient. Nichtsdestotrotz ist das eine Ausbildung. Es ist kein Signaldienst. Obwohl, ja, wir auch hier gemeinsam traden. Das heißt, wir haben regelmäßige Trades. Heute ist beispielsweise Dienstag, das ist Trade der Woche. Das heißt, gleich im Club wird auch der Trade der Woche veröffentlicht. Wir haben diverse wöchentliche Live-Calls, die natürlich alle aufgezeichnet werden mit unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Schwerpunkten und natürlich auch unterschiedlichen Anforderungen, weil wir ein heterogener Club sind. Sprich, wir haben ganz viele verschiedene. Und ich scroll mal ein bisschen runter. Trader, wir haben hier natürlich welche, die über eine Trading, nicht über eine Trading GmbH traden, sondern ganz normale private Trader sind. Aber wir haben auch viele, viele Trading GmbHs, beziehungsweise jene, die jetzt im Nicht-Steuer-Deutschland ansässig sind, die auch die 20k Verlust verrechnen und nicht berücksichtigen müssen.
Es sieht ja danach aus, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen länger hier so bleibt. Und das ist natürlich für viele Strategien, gehen wir gleich drauf ein, wirklich ein Problem. Hier sieht man unsere Club Trade Performance. Unser Ziel ist es, 12% pro Jahr zu erreichen. Explodieren tun wir hier alle Kurzfrist-Trades, also nichts, was jetzt beispielsweise nur für wenige Tage läuft. Wir konzentrieren uns wirklich auf 45 Tage und länger und versuchen schlussendlich die 12% im Jahr zu erreichen. Und das eben schon gesagt, mit wenig Drawdown, weil das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Das habe ich bei dem letzten Sommertreffen, das wir hier dieses Jahr hatten, im Juli auch gesagt. Ja, da habe ich meine Vorstellung gemacht von diesen Kurzfrist-Trades. Die haben ergeben von August letzten Jahres bis Juli diesen Jahres 48% Return, 48% Rendite. Sprich, aus 100.000 wurden 148 gemacht, aber teilweise mit einem Drawdown von über 20%. Und ich sage es ganz ehrlich, das hätten wenige ausgehalten und die wären dann verlustig rausgegangen und hätten schlussendlich nicht die 48% positiv, sondern wahrscheinlich so um die 15, 20% negativ gemacht. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das, was wir lehren, dass das, was wir machen, ja, auch ohne, ja, ich sag's mal, ohne Pille, ohne Tablette und auch mit einem normalen Menschenverstand durchzustehen ist, weil es nützt ja nichts, wenn man jeden Tag da fast einen Herzkasper kriegt, weil die Trades nicht so performen, wie man sich's vorstellt. Wir können uns das hier auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Das ist ja jetzt seit dem 4.8. und seit dem 10.8. genauer gesagt, sind hier die Trades, die wir hier machen. Und das ist das, was wir hier auch wollen. Wir wollen eine Linie und zwar nach oben. Und wenn wir uns jetzt die Performance für dieses Jahr angucken, hier bis dato sind es 11,5%. Die 12% sind unser Ziel. Sieht ja ganz, ganz ordentlich aus. Und wie man hier auch erkennen kann, es ist bis dato kein Monat mit Verlust. Und die Trades der Woche, die wir bis dato auf unseren Club Trades getradet haben, die sind auch mit über 90% Trefferquote und auch ganz, ganz wichtig zu sagen, das sind jetzt nicht wirkliche High-Risk-Trades, sondern das sind ganz gewöhnliche Trades, die auch überschaubar sind und die man halt auch immer und immer wieder machen kann. Ja, das jetzt erstmal dazu, was wir natürlich immer gerne machen, wenn wir hier anfangen. Wir schauen uns den Markt an und den Markt, dann nehmen wir immer gerne den S&P 500. Und hier, was man sehen kann, ganz viele verschiedene Farben, ganz viele verschiedene Kacheln, hier verschiedene Linien. Das ist der O4W Bestindikator. Und für uns immer wichtig, dass wir gucken, in welchem Kreis wir sind. Nach so einem grünen Open, das ist der bärische Kreis. Das heißt, wir sind da noch drin in diesem bärischen Kreis und bärischen, Entschuldigung, bullischen Kreis. Das habe ich mich verlassen. Also, wenn das grüne Long Open kommt, dann sind wir in einem bullischen Kreis. Und der bullische Kreis, der hilft uns natürlich auch für unsere bullischen Trades. Das heißt, wir haben da Rückenwind. Das ist das Erste, was wir machen. Wir gucken uns den Markt an. Der Markt ist jetzt bullisch. Und dann hieße es für uns, dass wir jetzt beispielsweise nach Underlyings, nach Werten gucken, mit denen wir auch bullisch traden können. Die EMA 20, die EMA 50 und hier unten die weiße Linie, das ist die SMA 200, also Exponential Moving Average, der gewichtete gleitende Durchschnitt und hier unten der einfache gleitende Durchschnitt. Wir sind hier drüber. Das sieht schon wirklich ordentlich aus. Wenn man sich jetzt aber auch noch mal gerne die Kerzen anschauen will in der originären Farbe, weil das sind die Candle Signals von dem O4W-Bestindikator, die da ja sagen, grün, bullisch, weiß neutral und rot bärisch, kann man das hier natürlich auch gerne machen. Ja, dann geht man hier zum Beispiel wieder auf die originären Kerzen, geht hier auf Einstellungen, nimmt die Candle Signals raus und dann kommen jetzt hier auch die richtigen Kerzenfarben. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel haben wir einen Kursrückgang. Dafür haben wir aber trotzdem noch die Statuszeile unten, das heißt die Candle Signals, die man zuerst hier in den Kerzen selbst gesehen hat, die befinden sich jetzt hier unten in der Statuszeile. Diese Statuszeile ist natürlich auch deaktivierbar. Also das kann man hier zum Beispiel machen, dass man hier rein und rausgeht. Wir lassen diese jetzt hier natürlich drin.
Was wir hier auch und oder was wir uns natürlich auch immer angucken, das ist die Volatilität. Die Volatilität ist ja die Edge des Optionshändlers. Wir erinnern uns, der Preis einer Option setzt sich ja mitunter auch aus der Volatilität zusammen. Und hier unten haben wir den O4WVIX Trader. Jetzt habe ich hier nur den IV per Cental angeklickt. Ja, also ich kann das jetzt hier auch unterschiedlich einstellen. Ich habe jetzt nur den IV per Cental und dieser IV per Cental, der sagt mir ja, ist die Volatilität jetzt im Kontext der Vergangenheit hoch oder niedrig? Wir sind jetzt hier unterhalb der grünen Linie und wir haben eine wirklich sehr, sehr niedrige Volatilität und diese niedrige Volatilität, die spiegelt natürlich auch eine Ruhe des Marktes wider. Nur, wir wissen natürlich auch, einer Ruhe folgt meistens einer Unruhe, aber wann? Und das ist natürlich schwer vorhersehbar. Und warum? Weil natürlich der Marktteilnehmer sehr gut mit einem ruhigen Markt leben kann. Das heißt, selbst besteht kein Interesse, Unruhe zu provozieren. Und deshalb haben wir auch sehr häufig lange, lange Phasen mit ruhigen Märkten und eher, wenn wir jetzt hier sehen, wo es höher geht, sehr selten längere Unruhephasen. Ja? Und das ist natürlich schön, wenn man sich mal die rote Linie jetzt hier anguckt und guckt sich da Zeitpunkte an, wo beispielsweise der Markt wirklich unruhig war und wo er auch so ein gewisses Peak an Unruhe erreicht hat, wo wir halt auch in einem sehr unruhigen Markt sind. Und das sind natürlich hier diese Momente hier an diesen Punkten. Da erwischt man natürlich bei dieser maximalen Unruhe auch häufig den Tiefstpunkt des Marktes. Und was kann man daraus mitnehmen? Ja, Folgendes. Erstens kann man natürlich sagen, ich steige hier in den Markt ein. Das ist natürlich immer gefährlich, weil auch hier muss es nicht zwingend der maximale Punkt sein, aber es sieht danach aus. Aber wir können noch Folgendes machen. Wir können hier, wenn die Unruhe so einen Peak hat, können wir natürlich wunderbar Optionen verkaufen. Dann verkaufen wir hier Optionen. Und warum ist das wunderbar? Weil, wie eben gesagt, die Prämie der Option wird ja mitunter durch die Volatilität bestimmt. Wenn die Volatilität jetzt hoch ist, ist die Prämie der Option hoch. Was will ich als Verkäufer? Richtig, teuer verkaufen. Und hier verkaufen wir teuer. Mit dem Gedanken natürlich auch, von dem Rückgang der Volatilität zu profitieren. Und dann wird natürlich auch die Option günstiger und das spielt uns natürlich in die Karten, weil teuer verkaufen, günstig kaufen ist ja genau das, was wir wollen. Und das können wir hier natürlich auch mitmachen. Und deshalb finde ich auch diesen VIX-Trader in unterschiedlichen Konstellationen. Man kann so viele Volatilitäten traden, ja. Aber wenn man solche Situationen hat und man kann die jetzt so einfach wahrnehmen, dann ist das etwas, was man ab und an machen kann. Und da kann ich das auch noch mal kurz sagen. Ich bin ja jetzt nicht einer, der nur auf eine Strategie schwerpunktmäßig ausgerichtet ist, sondern jemand, der sagt, ich nehme das, was gerade richtig ist. Und das ist dann halt auch schlussendlich eine Diversifikation von Strategien. Und sowas ist eins von vielen Sachen. Wenn man sowas schon mitnimmt, dann ist das was ganz, ganz Tolles, weil man freut sich auf der einen Seite, dass man in solchen tiefen Punkten ja, in den Markt geht, bewusst, wo viele sagen, ich habe Angst, ich habe die Schnauze voll. Weil eins müssen wir immer überlegen, die Edge bei dem Optionsverkäufer ist ja die, dass die realisierte, die historische Volatilität meistens niedriger ist, zu 83% niedriger als die erwartete, implizite. Und deshalb wird man auf kurz oder lang dadurch natürlich auch erfolgreich. Vorsicht ist natürlich geboten in solchen Phasen, wo jetzt auch der Markt komplett verrückt spielt, dann ist es natürlich andersrum, aber wir verkaufen hier
zu einem hohen Preis. Und hier hat man es wieder gesehen. Und das sind Möglichkeiten, die man immer wieder nutzen kann. Ich möchte mal kurz was hier kundtun. Es sind schon 3 von 5 Produkten sind hier schon jetzt drin. Wir haben jetzt einen Shop eröffnet. Vorher war es so, dass der OVW Best Indikator den VIX Trader und den Best Screener enthielten. Es kam aber viel Anfrage, ob man nicht auch den VIX Trader einzeln kaufen kann. Also für all jene, die das jetzt gerne machen wollen, die können das jetzt tun. Wir verkaufen jetzt auch separat den O4W VIX Trader, wenn man sagt, ich brauche nur noch etwas dazu, was vielleicht hier auch bei den Volatilitäten Hilfe leisten kann. Ja, das gleiche Spiel, das gilt jetzt hier oben mit dem O4W Best Screener. In dem O4W Best Screener sieht man halt alle Titel, die ich hier gewählt habe. Und die kann man natürlich auch nach seinem Gusto entsprechend verändern. Und dann geht man einfach mal hier in den Best Screener rein und scrollt nach unten und dann nimmt man vielleicht anstelle des SPY, ich habe es ja auch schon mal gezeigt, da könnte ich jetzt deutsche Aktien nehmen, einer Kollege hat gerade schon von Daimler gesprochen, könnte man natürlich Daimler mit reinnehmen und dann lädt der neu und dann hat man halt auch dann Daimler und das gleiche Spiel, das kann man natürlich auch mit dem ein oder anderen Titel machen. Ja, das heißt, dass man hier auch Futures reinnimmt oder was gibt es noch? Nicht nur Futures, Rohstoffe etc. Aber jetzt fällt mir gerade mal auf, Daimler ist ja gar nicht mehr Daimler. Daimler ist ja die Mercedes-Benz Group. Ja? Also dieser Ticker, den wir für, wäre der hier. Ja, das war ja auch die Vorstellung in der letzten Woche, das ist ja die Mercedes-Benz Group. Das ist jetzt nicht mehr Daimler, dann sieht man nämlich, dass die Long ist. Und da waren wir ja auch letzte Mal drin, da haben wir ja gesagt, wir gehen jetzt hier beispielsweise mal mit unserer Dividendenstrategie rein. Und da hat man es ja gesehen, hier war ja auch ein Long Open. Und wir sind ja, glaube ich, hier ungefähr bei 62, 60 sind wir reingegangen. Das ist natürlich schon etwas, was ganz gut ist. Ich kann übrigens auf den aktuellen Handelsblattartikel hinweisen. Da geht es auch darum, welche Dividenden sind jetzt sicher. Da wurde auch mitunter Daimler angesprochen, BASF und Bayer. Ja, bei BASF scheint es eigentlich so gut wie sicher zu sein, dass die ihre Dividende auch halten werden. Das wurde auch, glaube ich, schon mal von dem CEO so kommuniziert. Und bei den Automobilisten sieht es auch eher danach aus, wenn man sich zum Beispiel die Bilanz anguckt, wäre jetzt nicht aus meiner Perspektive eine Reduzierung der Dividende erforderlich. Bei Bayer, das ist natürlich so eine Sache, aber ich bin ein Freund von Bayer und ich, also jetzt ein Freund von Bayer insofern, dass ich jetzt hier auch daran glaube, dass sich Bayer da wieder rausholen wird, besonders aus dem Preis, den wir jetzt haben. Wir sind bei Bayer ungefähr bei 31 Euro und hier kann man sehen, und die 30, die haben wir jetzt nicht wirklich unterschritten, nichtsdestotrotz. Wir sind noch hier in dem bärischen Kreis. Man kann natürlich jetzt auch warten, bis es bullisch wird. Oder man sagt, ich gehe jetzt mit einer Option rein, die noch ein bisschen weiter unten ist. Oder kaufe mir Bayer sofort. Und da sind wir auch dann gleich bei Strategien, die man natürlich immer wieder gut machen kann. Auch als jemand, der jetzt nicht zwingend Optionen priorisiert, sondern vielleicht das Investoren sein. Also das Investieren in Aktien und vielleicht auch für eine längere Zeit, dann kann man natürlich auch mit den Optionen spielen, beziehungsweise Optionen hier auch nutzen. Was ich immer wieder erwähne, ist natürlich auch die VIX-Terminstrukturkurve. Für mich ganz, ganz wichtig. Wir sehen hier auch einen Anstieg der Volatilität. Das sind ja die VIX-Futures. Und das nennt man dann Contango, also wenn alle in die Zukunft liegenden Kontrakte teurer werden, dann ist es auch gut so. Ja, andersrum wäre es, wenn der Kontrakt jetzt in der Front zu teuer wäre, dann würde natürlich eine gewisse Panik sein. Was hier aber auffällt, das muss man auch berücksichtigen, ist der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Kontrakt. Und der ist schon wiederum ein bisschen größer. Ja? Will damit sagen, es sieht alles gut aus. Volatilität momentan sehr, sehr niedrig. Wir sind, glaube ich, jetzt zurzeit auch unter 13.
Und der Abstand hier, den muss man sich natürlich angucken und man guckt sich natürlich auch an, wie lange läuft denn jetzt noch hier dieser Frontkontakt, sind nur noch 7 Tage. Aber der Abstand hier mit den 15% ist schon ein bisschen größer. Mir wäre es lieber, wenn der unterhalb von zweistellig wäre. Das ist etwas, was hier vielleicht nochmal überlegenswert ist. Der nächste Punkt, das musste ich gerade kurz meine Maus hier bewegen. Das ist ja der Vergleich, das mache ich ja auch immer gerne. Den VIX 9 Tage und den VIX 30 Tage. Und hier gucke ich auch immer drauf, dass der VIX 30 Tage doch größer, höher ist als der VIX 9 Tage. Das auch nochmal dazu, wenn man sich jetzt überlegt, ist jetzt was unruhig oder nicht. Was wir hier auch haben, das ist das, was die Clubmitglieder jeden Morgen auch zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise auch all jene kostenfrei, die bei Instagram mich verfolgen. Die kriegen es in den Stories mit. Das sind die Panikzeichen und da kann man auch schon kann man auch schon sehen, was Volatilität hier für eine wirklich dominante Rolle spielt. Zurzeit haben wir wirklich nur die inverse Zinskurve, mehr nicht. Und deshalb, wir gehen definitiv weiter rein, weil das, was wir hier gerade alles gesehen haben, gibt uns auf der einen Seite natürlich eine gewisse Ruhe. Auf der anderen Seite sind wir auch ein wenig skeptisch aus den eben genannten Gründen. Ja, also das auch. Aber da sind wir wieder beim Schiff und sicheren Hafen. Ja, das Schiff ist nicht für den sicheren Hafen gemacht, ja, sondern für das weite Meer. Und deshalb gehen wir auch raus, aber natürlich bewusst und immer mit Fokus darauf, was können wir maximal verlieren. Und da möchte ich nochmal ganz kurz hier so erklären, wie die meisten ihr Trader leben. Also der Weg von Zero to Hero, nenne ich das jetzt einfach auch mal, ja, wie der sich meistens so aufzeichnet. So, Stufe 1. Ich fange an mit fundamentaler Analyse. Ja, das heißt, von wegen, ich mache jetzt hier so einer Warren Buffett und suche mir auf gut Deutsch immer unterbewertete Titel. Trade aber trotzdem direktional. Bin halt in Aktien drin. Jeder Punkt nach oben mache ich Profit, jeder Punkt nach unten mache ich Loss, also Verlust. Dann haben wir die Stufe 2. Da kommen wir schon mehr in die technische Analyse. Ja, das heißt, wir gucken uns jetzt auch irgendwie an, ja, was sagt mir jetzt das Chartbild? Ja, und wir versuchen dann irgendwie mit dem Trend zu gehen. Ja, das ist dann die Stufe 2. Dann kommen wir in die Stufe 3. Und die Stufe 3 heißt, ich habe jetzt hier was ich gelernt habe. Ich habe eine fundamentale, ich habe eine technische Ansicht. Jetzt habe ich die dritte Ansicht. Das ist nämlich das, ich kann auch irgendwie absichern. Ja, das heißt, von wegen hier bin ich schon so ein bisschen einen Schritt weiter. Dann kommen wir hier in die Stufe 4. Und was ist die Stufe 4? Man bemerkt den Vorteil von Optionen und versucht, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Das heißt nicht einfach, ich mache jetzt Gewinn, ich weiß nicht wann und dann, wenn der kommt, ist es gut, sondern ich plane. Und da sind wir halt beim wirklich Cashflow planen, das ist Stufe 4. Wir sind aber immer noch nicht davon, wir sind immer noch weit entfernt von dem Level 5, dem letzten Level. Und das ist das, wo Leute wirklich am liebsten alle hinwollen. Es ist egal, was am Markt passiert, ich verdiene Geld. Und das ist ein nicht einfacher Weg, aber ich sage es mal so. Wenn man diese Bereiche schon erreicht hat, dann ist man, ich glaube, ich will keine Prozentzahl nennen, sonst nagelt man mich nachher fest, wo ich die her habe. Das wäre auch nur eine Vermutung, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit, die in diesen Bereichen ist. Ja, die in diesen Bereichen ist. Und das muss nicht immer zwingend mit viel, viel Zeit und Aufwand zu tun haben. Ich sage es immer wieder, das ist nicht das, was man nachher macht, was Arbeit kostet, sondern das, was man vorher macht, kostet Arbeit. Wenn ich jetzt hier beispielsweise als Programmierer Indikatoren aufbaue, dann ist das sehr viel Gehirnschmalz. Ich teste, ich mache, ich programmiere, ich teste, ich mache, ich programmiere und irgendwann kommt das Resultat
Und das verkaufe ich. Dann verkaufe ich sozusagen ein System, was funktioniert, was immer wieder anwendbar, replizierbar ist und Cashflow generiert. Und deshalb kann man das auch, finde ich, mal sehr, sehr gut sehen, dass ein guter Optionshändler schlussendlich so ticken sollte oder so ein Mindset haben sollte wie ein Unternehmen. Jetzt gehen wir aber nochmal zu dem Markt, weil wir können uns ja trotzdem noch was weiteres angucken. Und das ist jetzt hier auch der ADX. Ja, das habe ich auch mit dem Kollegen Martin, da hatten wir ein ADX-Webinar, ist auch noch zugänglich. Und da sind wir auch kurz vor dem Abschluss, also Abschlusswebinar, also es läuft jetzt bald aus. Und was man immer mitnehmen kann hier unten, das sind die, ich blende die jetzt einfach mal ein. Das sind jetzt hier die Indikatoren. Ja, und hier die weiße Linie, das ist der ADX. Die grüne Linie, das ist der Plus-DI. Die rote Linie, der Minus-DI. Und für uns ganz interessant ist, wenn sich die grüne und die rote sozusagen kreuzen. Also ich nenne es die grünen mal die Bullen, die roten die Bären, also bullisch und bärisch. Und dann steigt der ADX. Der ADX ist die Trendstärke. Und das ist dann schlussendlich ein Signal dafür, reinzugehen und laufen zu lassen. Hier sehen wir, dass das beim DAX beispielsweise schon ein wirklich langer Weg nach oben ist. Was man aber auch unschwer erkennen kann, ist, dass wir natürlich verglichen mit der Vergangenheit schon eine sehr hohe Trendstärke, einen sehr hohen ADX haben. Ja? Und da ist auch ein bisschen Obacht. Also hier sieht man auch schon, uiuiui, ist die Party vielleicht bald vorbei? Fragezeichen. Und wenn wir das jetzt uns auch nochmal auf den amerikanischen Markt hier anschauen, also auf den SPX, da haben wir ein ähnlich gleiches Spiel. Als wir letzte Mal in dieser Höhe waren, danach kam kurze Zeit später der Rückgang. Und hier ist auf jeden Fall Obacht. Wir sind oberhalb dieser 40. Wir sind in einem Bereich, der wirklich sehr, sehr hoch ist. Deshalb immer auf der Lauer sein, sich mit dieser Thematik am besten auch mal beschäftigen. Und jetzt gehen wir zu einem Tool, welches ich mega, mega, mega gut finde. Wir haben ja jetzt hier eine Handelsplattform, das ist ja die Trader Workstation, die wird ja von FX Lab auch zur Verfügung gestellt. Das ist ja diese Plattform hier, die wird ja auch zur Verfügung gestellt. Ach, letzte Mal, genau, letzte Mal kam im Nachgang, hat jemand einen Screenshot in der Facebook-Gruppe verteilt von dem, wie viel Verluste der Thorsten noch macht. Also bitte immer ganzes Bild sehen, ja, also Club Performance könnt ihr gerne auf der Homepage entnehmen und hier habe ich es auch gezeigt. Manche sind noch offen, aber das heißt nicht, dass die zwingend dann auch verlustig enden, nur weil sie jetzt vielleicht verlustig sind. Aber was wir jetzt hier noch mal ganz kurz machen wollen, ist, was kann ich denn jetzt machen? Ich will jetzt in eine Aktie investieren, ja, weil ich glaube, dass da noch einiges kommt. Es ist ja noch immer noch Jahresendrallye vielleicht. Aber ich möchte auch auf der anderen Seite so ein bisschen safe sein, also ein bisschen abgesichert sein. Und da möchte ich mal ganz kurz die Collar-Strategie vorstellen. Also hier sind wir bei optionsdraht.com, also diese Grundfunktion, die ist auch mit dem kostenlosen Zugang hier verfügbar. Und das Erste, was man natürlich machen kann, man kann hier auf Bild gehen. Und wenn man mit dem Mauszeiger hier drüber scrollt, das ist Englisch, das muss man natürlich wissen, kann man schon sehen, was sich hinter diesen einzelnen Strategien alles verbirgt. Und Optionsstrat hat ja sogar eine Anfänger, mittlere Stufe, fortgeschrittene Experten. Die haben das ja hier sogar noch unterteilt und hier auch mit den Farben, ja, ob es jetzt bullisch ist oder ob es jetzt direktional ist oder ob es jetzt neutral ist. Selbst an den Farben kann man es hier erkennen. Das ist wirklich schön. Und wir gucken uns jetzt mal die Collar-Strategie an. Und wir nehmen jetzt nicht den SPY, wir nehmen jetzt einfach mal, ja, Apple passt immer, nehmen wir einfach mal Apple. Und wir gehen jetzt in den Chart und gucken uns einfach mal hier auch Apple an. Und was man erkennen kann, Apple hatte am 6. November sein
Long Open, ne? Und das sieht man hier, das sind jetzt schon 25 Börsentage, sind wir jetzt long, hat ein bisschen gelitten, was heißt gelitten, ein kleiner Rückgang hier an dieser Zone hier, muss man gucken, wir sind jetzt bei 192 und dann kann man natürlich sagen, ich gehe jetzt hier rein in Apple und was mache ich? Ich suche mir zwei Optionen dazu aus. Das ist auf der Oberseite die verkaufte Call und auf der Unterseite die gekaufte Put. Heißt, hier oben verkaufen wir eine Call-Option und hier unten kaufen wir eine Put-Option. Die verkaufte Call-Option, die bringt uns ja eine Prämie und diese Prämie investieren wir in den Hedge, in die gekaufte Put-Option. Was hat das jetzt für Folgen, wenn wie der Kurs sich entwickelt? Der Gewinn ist begrenzt mit dem Strike-Preis, also mit dem Kurs der verkauften Call-Option nach oben, aber der Verlust ist begrenzt und zwar von dem Kurs der gekauften Put-Option bis 0. Das heißt, wenn wir jetzt hier 198 auf der Oberseite haben, hieße es, der Kurs kann bis 198 sich nach oben entwickeln. Alles Weitere ist dann begrenzt. Kriegen wir nicht mehr. Und was hat das mit nach unten zu tun? Wenn jetzt der Kurs sich stark nach unten entwickelt, egal, von 186 bis 0 sind wir gehedged. Das heißt, mit der gekauften Put-Option nehmen wir potenzielles Risiko in Höhe von $18.600 raus. Also 186 mal 100, weil die Kontraktgröße ja bei 100 liegt. 18.600 nehmen wir damit raus. Und da kann man sich jetzt natürlich überlegen, wie man das macht. Wir lassen das jetzt einfach mal so eingestellt, wie das hier auch ist, und sagen, mir reicht es doch aus, wenn ich 10% Profit mit Apple mache. Da bin ich doch ganz happy. Und dann gucken wir uns das mal an. So, das wäre dann jetzt hier die 192 mal 10% mal 1,1. Da wären wir bei 210. Machen wir. Gehen wir auf 210. Für 210 kriegen wir $26. Das ist natürlich nicht viel. Aber für die $26 können wir uns die Absicherung kaufen. Das heißt, ich habe mir mit der verkauften Call-Option sozusagen $17.000 Hedge gekauft. Und hier kann man sehen, unser maximaler Profit wäre dann die $1.755. Und hier kann man sehen, ab dem Zeitpunkt sind wir begrenzt mit dem Gewinn. Andere Seite aber auch. Und das kann man natürlich immer und immer wieder machen. Das kann man natürlich dann auch länger machen, ja, dass man dann sagt, ich mache das ja jetzt mal mit April, ich lasse die 210, die bringen mir jetzt $355 und mache das hier wieder. Jetzt kriege ich hier sogar noch 45 Prämie, weil die gekaufte ist günstiger als die verkaufte. Das ist natürlich etwas, was man auch immer wieder machen kann als jemand, der investiert, weil dann hat man eine Sicherheit und sagt so, ja, 10% und wenn, ja, dann ist es in Ordnung, dann bin ich auch happy. Und auf der anderen Seite hat man halt den Vorteil, man hat, egal was passiert, ja, wenn die Börse ausfällt, etc., mit der gekauften Put-Option hat man sich das Recht erkauft, diese Aktie zu 175 abzugeben. Ja, deshalb braucht man mir jetzt nicht mit irgendwelchen Order kommen. Hier habe ich schriftliches Recht erkauft. Ganz wichtig. Alternativ kann man natürlich auch was machen. Man kann natürlich sagen, pass mal auf, Thorsten, das 100 Aktien, das ist ja schon eine teure Geschichte. Da kann man das nicht irgendwie alternativ aufstellen. Klar kann man, indem man die Aktien rausnimmt und anstelle der Aktien kaufen wir eine Call-Option. Wir kaufen eine Call-Option. Und jetzt muss der ein oder andere mal kurz weghören, der noch nicht sich richtig mit Optionen auskennt, weil es werden hier ein paar Begrifflichkeiten genannt, die vielleicht zu Irritationen führen. Wir müssen jetzt natürlich darauf achten, aufs Theta, aufs Vega und natürlich
auch auf das Delta. Und wir brauchen natürlich etwas, was sich ähnlich oder gleich entwickelt wie die Aktie. Und deshalb gehe ich hier raus. Ich wähle mir eine längere Laufzeit. Ich will mir eine längere Laufzeit. Ich sage mal 180 Tage und länger. Und hier das Delta, das muss 80 oder so sein. So. Und jetzt kann man sich das mal anschauen und sieht, ist ja ähnlich wie das mit den Aktien, aber hierfür bezahle ich 3098. Für die Aktien bezahle ich 19.200. Ja, das muss man sich natürlich dann auch wirklich überlegen, wie man es macht. Ich muss natürlich jetzt das Delta gleichsetzen. Das heißt, wenn wir es jetzt 1:1 haben wollen würden, weil man ja sagt, Delta heißt, wie viel partizipiere ich am Underlying, an der Aktie? Wenn ich 1:1 partizipieren will, muss das Delta bei 1 sein. Wir sind jetzt bei Delta 0,8. Das heißt, hier sind wir jetzt bei 82 Aktien. Und wenn wir das mal jetzt hochrechnen, wir nehmen jetzt den Preis 31 durch 0,827, damit wir auf 100 kommen. Ach, nicht durch. Ich habe durch gesagt, aber mal gerechnet. Dann wären wir hier bei 3.748, was wir hier damit zahlen würden. Das heißt, wir haben unser Investment natürlich stark nach unten gelegt. Und der weitere Vorteil ist natürlich der, wenn jetzt die Vola auch noch niedrig ist, weil als Käufer profitieren wir natürlich von dem Vola-Anstieg. Sprich, selbst wenn der Aktienkurs gegen uns läuft, aber die Vola steigt, können wir mit einer bullischen Option wie der Long-Call-Option trotzdem noch den ein oder anderen Euro verdienen. Wichtig aber auch hier, immer darauf achten, auf die 20k Verlust verrechnen. Ja. Deshalb ist das natürlich nicht für jeden sofort umsetzbar, aber die 20k sind natürlich nur relevant, wenn man Verluste macht, beziehungsweise wenn natürlich die Optionen verfallen. Sind da jetzt Fragen? Ich gucke mal. Heute früh dran. Ja, das ist sehr, sehr schön alt. Also eine Frage, Thorsten, nach welcher Haltedauer kann man denn die Prämie behalten? Auch bei vorzeitigem Verkauf? Also die Prämie, die bekommst du sofort. Also wenn du verkaufst, dann bekommst du die Prämie natürlich sofort. Das ist klar. Ne? Wenn du nachher, du verkaufst ja. Ne? Also wenn du Optionen verkaufst, kriegst du natürlich das, was du verkaufst. Dafür kriegst du die Prämie. Wenn du die nachher schließt, also kaufst, musst du natürlich was geben. Und schlussendlich ist die Differenz von beiden ist dein Profit. Bayern München? Ja, Bayern München, da bin ich, wenn ich ehrlich bin, weit weg von. Sind da sonst noch Fragen? Keine weiteren Fragen. Ja, interessante Aspekte. Verstanden habe ich noch nicht alles. Ja, das wäre auch ein Wunder, wenn man als Anfänger sofort alles versteht. Deshalb, das ist auch wichtig. Man kriegt hier natürlich einiges geboten. Das sind aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich auch irgendwie so kleine Puzzlestücke, das zusammenführen. Schlussendlich müsst ihr natürlich irgendwie machen. Welche Delta nehmen Sie? Das kommt ja darauf an, auf die Strategie. Ja, also Delta, immer die Frage. Ja, also wenn ich jetzt bei unseren Bull-Put-Strategien, der Brot- und Butter-Strategie, dann gehen wir gerne bei Delta von 7 bis 12 bei der verkauften Option rein. Aber wie du gerade gesehen hast, jetzt hier bei der Comments Covered Call-Strategie ist das natürlich total unterschiedlich. Da haben wir ja zwei verschiedene Optionen, auch mit verschiedenen Laufzeiten. Und wie gesagt, die Long Call soll ja als Ersatz für die Aktie sein. Und da versuchen wir natürlich mit einem hohen Delta reinzugehen. Gerne.
Ja, dann kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen und ihr habt einiges mitgenommen. Wichtig auch hier, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir, also FX Flat, da rede ich jetzt einfach mal für Nelson mit, FX Flat und natürlich ich, Daumen hoch für unsere Videos bekommen und auch gerne ein Abonnement, falls man es noch nicht getan hat, da wären wir natürlich sehr, sehr froh drüber und natürlich gerne Fragen stellen. Ja, entweder ihr schickt die Fragen an FXFlat, schickt sie an mich, könnte auch mail at optionsforwinners.de. Dirk, du bist ja sozusagen in dem Ort von FXFlat und in meiner Nachbarschaft. Ne, Grüße raus nach Ratingen.